Objektbau ist heute in Venedig im Büro des Architekten Sergio Pascolo. Was bedeutet modularer Wohnungsbau für Sie? Ich bin tätig schon lange, auch in Deutschland schon lange sowieso, im sozialen Wohnungsbau, im Wohnungsbau im Generell. Und wir haben jetzt seit 3 Jahren zusammen mit Rübner dieses Projekt oder dieses Forschungsprojekt mit der Modularität, mit dem Holzmodul weiterzubringen. Auch mit der Modularität etwas Besonderes zu schaffen. Sie achten immer auf den Kontext, in den sich Ihre Projekte einfügen. Und da haben wir ja gerade in Göttingen ein sehr schönes Beispiel. Da haben Sie ja einen sozialen Wohnungsbau entworfen, der auch prämiert wurde mit dem German Design Award 2017. Und die Menschen lieben es dort zu wohnen. Also wir haben super Feedback bekommen und es ist einfach für Sie die Heimat geworden. Ihr Zuhause. Wunderschön. Making Heimat, ja? Heimat zu schaffen im sozialen Wohnungsbau ist... Also wir arbeiten sehr intensiv und sehr gerne mit Rübner an diesem Projekt, weil gibt es meiner Meinung nach sehr wichtige Vorteile. Wir machen Nachverdichtung, wir bauen wo schon gebaut ist. Das bedeutet, Baustelle-Situation sehr ziemlich kompliziert. Der Holzbau bietet auf jeden Fall extrem kürzere Zeit. Einer der ersten Projekte, die wir mit Rübner in Deutschland gemacht haben, haben wir ein dreigeschossiges Gebäude für 18 Wohnungen eigentlich in 3 Wochen fertiggestellt. Und deswegen unsere jetzt Arbeit ist, die Modularität mit diesem Vorteil zusammen mit einer gestalterischen Qualität zu schaffen.